Uhr war schwarz-weiß rot. Die jammerten und lachten laut um unser schönes Land. Das sei schon so gut wie tot. Die Amis haben die deutsche Kultur entführt und die Neger klauen alle unsere Frauen. Nur einmal Hitler wählen, schon wird man bombardiert. Da lohnt es sich doch gar nicht mehr, was aufzubauen. Unsere Autos fahren nach Polen, auf nimmer Wiedersehen. Den Kofferraum voll deutscher Arbeitsplätze. In der Zeitung steht, man soll nicht zu den Nazis gehen. Das ist ja wohl die reinste Hetze. Sagte da dieser brave deutsche Mann, da denken leider viele so wie sie. Sie sind auch so ein Opfer dieser Siegerpropaganda, die war immer schon so übel wie noch nie. Überall wird Deutschland zum Sündenbock gemacht, weil die Juden uns immer noch schmollen. Nur weil wir ein paar Millionen von denen umgebracht, dass sie uns überhaupt erst mal beweisen sollen. Die anderen sind genauso schlimm, das weiß doch jedes Kind. Die Amis allen anderen voran. Nach den Kurden und Armeniern. Wir waren halt in Polen und haben da massakriert. Na und das war halt Opa seine Pflicht. Wir sehen wir mal so unsozial, wenn wir diskriminieren. Alle anderen dürfen das, nur wir nicht. Schade, wirklich schade, Kumpel, heul doch Nazi. Du hast dir nichts zu lachen, heul doch Nazi. Da kann man gar nichts machen, heul doch.